kind of sad that you don't talk to me. If you would tell me what is in your head, 'cause you used to tell me that we're meant to be. I know that death will never do us hard. I look at Mark here and I spit in his face. To bring you back, I learn dog smart. Whatever the price is, I'm prepared to pay. What's the fine for necrophilia in this part of Tamriel? What's the fine for necrophilia in this part of Tamriel? Young, stay with me. We're bound by love, but please stay with me. You used to tell me that I stole your heart. Now I stole your other organs too. You used to tell me that I broke your law, and I will bring 1,000 more for you. I know that death will never do us hard. I look at Mark here and I spit in his face. To bring you back, I learn dog smart. What's the fine for necrophilia in this part of Tamriel? What's the fine for necrophilia in this part of Tamriel? Young, stay with me. We're bound by love, but please stay with me. Don't talk to me. If you would tell me what is in your head, 'cause you used to tell me that we're meant to be. I know that death will never do us hard. I look at Mark here and I spit in his face. To bring you back, I learn dog smart. Whatever the price is, I'm prepared to pay. What's the fine for necrophilia in this part of Tamriel? What's the fine for necrophilia in this part of Tamriel? Young, stay with me. We're bound by love, but please stay with me. You used to tell me that I stole your heart. Now I stole your other organs too. You used to tell me that I broke your law, I will break 1,000 more for you. I know that death will never do us hard. I look at Mark here and I spit in his face. To bring you back, I learn dog smart. What's the... Was soll ich sagen? Wenn nicht, dass dieses Lied doch einfach immer noch unfassbar geil ist. Es ist mittlerweile soweit, dass ich das
privat im Auto höre. Einen wunderschönen guten Tag euch allen miteinander. Willkommen. Es ist Freitag. Wir starten gemeinsam hier schön ins Wochenende morgen. Beziehungsweise, da seid ihr ja schon, nachdem ihr Feierabend hattet. Ich hoffe, ihr hattet hoffentlich einen Brückentag. Ne? Ansonsten einen ruhigen Arbeitstag, einen entspannten Arbeitstag und könnt jetzt den Abend hier wunderschön ausklingen mit bei uns, Justus Henker und Korumpel. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir haben heute ein bisschen was vor. Meine Mütze ist einfach unfassbar schief. Namen Korumpel und der unsympathische Franzmann. Ey, ganz ehrlich, du bist einfach nur ein Jünger, der Kurian. So sieht's nämlich aus. Ja. Aus einer ganz neutralen Perspektive, ja, ist Remy hier das Opfer. Ja? Naja, wir werden mal schauen. Ne? Man streitet sich auch mal. Das gehört dazu. Ansonsten, ihr könnt im Titel entnehmen, was wir heute machen. Wir werden auf jeden Fall Restaurants testen. Da habe ich richtig Bock drauf. Wir werden uns schön Drei-Gänge-Menü, ne? Uns die Karte anschauen. Kevin Woods, grüß dich. Schön, dass du aus. Ich meine, ein Treuer hier, ne? Muss man ja auch mal sagen. Für Inside Los Santos, denn das, was bei uns in Inside Los Santos fehlt, ist meiner Meinung nach absoluter Inside. Kann das sein? Du hast mir gerade im Mod-Channel geschrieben. What? Okay. Ah, danke schön. Ah, okay. Ja, kümmere ich mich drum. Vielen, vielen Dank, Herr Kuhn. Ich schaffe es wenigstens, Henker. Ey, ja. In euren Augen, ne? Das vergisst ihr ja immer. Es ist das, was ihr seht. Ne? Nicht, was die anderen sehen. Rabenblau. Küss die Hand. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ne? Da können wir ja mal die Taxifahrer fragen. Ne? Ob da der Henker so ein paar wegkommt, ich weiß es ja nicht. Naja. Mal schauen, was heute so passiert. Ich habe mich ja auch wirklich scheckisch gelacht, als ich dann offline war und Henker gesehen habe, wie er die ganze Zeit versucht hat, da auszuparken. War auch wirklich auch einfach Gold. Genau. Das sind schon 10. Sehr unangenehm. Das haben wir heute vor und dann würde ich sagen, starten wir einfach ins RP. Ja. Was willst du mit diesen Crime-Taxi-Affen? Gar nichts. So, die sind einfach nur nett. So. Ja, das ist ja der Punkt. Zu Remy sind sie ja alle lieb. Ne? Zu Remy sind sie alle top. Ja. Außerdem haben wir, ne? Der Feind meiner Feinde ist mein Freund. Feind meiner Feinde ist mein Freund. Ja, genau. Wieso? Keine Ahnung. Und er, die Taxi-Crime-Taxi-Affen, wie du sie nennst, die mögen ja Kalkin auch nicht. Ne? Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. So, und ne? Das nehmen wir dann doch mit, ne? Meine Cap ist unfassbar schief. Ich habe meine Haare nicht gemacht, das ist ganz schlimm. Ich komme gerade vom Schwimmen. Habe mich natürlich null fertig gemacht. Habe gerade die letzten 2 Minuten mir noch irgendwas reingeschaufelt und sowas. Aber wir starten jetzt ins RP. Bringt ja nichts. Bonjour. Oh, bonjour, mein Bester. Wie geht es dir? Ja, bestens. Und dir? Ja, ich habe deine SMS bekommen. Ich verstehe dich nicht ganz. Wer sind Fritten? Die heißen Fritten. Das ist deine Band. Oui. Live-Musik heute um 20.15 Uhr beim Yellow Check-In und dann um 21.30 Uhr bei der Wurstpumpe. Haben wir ein Live-Konzert heute. Ja, oui. Das hab ich auf die Venture gesehen, ne? Genau, und sonst kannst du auf VentureTube schauen, haben wir ein Lied draußen mit Videoclip, heißt Schlag mich und der Typ im weißen Anzug ist so eine Hommage an Henker. Ach, das bist du? Ja, genau. Auf VentureTube? Moment. VentureTube. Wie heißt das Video? Schlag mich. Schlag mich, einfach Schlag mich? Genau, einfach Schlag mich. Schlag mich. Die heißen Frieden, Schlag mich, offizielles Musikvideo. Ach, da ist Henker. Ha!
Aber stand ihm nicht erzählen. Ja, ich glaube, das ist offensichtlich. Ja, ja, wunderbar. Ich werde da sein. Ich höre es mir an. Na? Perfekt, dann. Also erst am Yellow Jack, gell? Genau, erst Yellow Jacket und dann Moospomp. Aber Henk hat ja Hausverbot da Auch eine bei Schande. Moospomp. Ja, alles klar, gut. Dann ich werde den alten Mann mir schnappen und wir kommen zum Yellow Jackie, ne? Perfekt. Wunderbar. Magst du auflegen? Dann muss ich das Handy nicht hier klein machen. Mache ich ja. Ich Bis dann. bedanke Tschüss. mich. Au revoir. FF Plays, grüß dich. Hi. Christian, Christian. Da wollen wir wieder mal schauen, ne? Nein! Ah, Venture! Wie geil ist bitte das? Alter! Wie gut! Bonjour, Renka. Remy, wo steckst du denn? Ja, wie bin ich? Ich bin bei mir zu Hause. Ja, ich habe ganz, also ich finde jetzt irgendwie dein Zuhause nicht. Kannst du mir mal einen Standort schicken oder so? Jetzt Aber kann ich geh wohl vor die machen. Tür, bevor du das machst, weil drin funktioniert das GPS oft nicht so gut. Ja, mach Ja? ich. Naja, au revoir. Bis gleich. Können wir mal alle mal sagen, wie geil dieses Video ist mit dem Song, Alter?
Also Remif gefällt das natürlich, die Mucke natürlich nicht, aber mir gefällt die Musik richtig gut. Ist ja richtig nice gewesen. Holy shit. Ja, gibt es das auf Unity? Wie heftig. What the fuck, wie viel Arbeit da reingeht, das. Überleg mal, Leute, da sitzen sich Menschen hin, ne? Nehmen das auf, ne? Singen das. Entweder nehmen sie was oder komponieren da irgendwas. Und dann schneidet die daraus ein Video, nur um das auf in einem Online-Plattform, in einer Online-Plattform, in einem Spiel. Insane, wirklich. Richtig, richtig gut. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Keinen blassen Schimmer, wie man Standort schickt. Ja, ich habe keinen Schimmer, wie man die Standort verschickt. Keine Ahnung. Sie haben keinen. Okay, können Sie mir beschreiben, wo ich hinkommen kann oder wo ich hinfahren soll? Ja, Rui, das kann ich wohl. Fahren Sie einfach zu dieser Tankstelle. Zu dieser Asia-Tankstelle, Ja, da ja? warte ich auf Sie. Okay, bis gleich. Tschüss. Also eindeutig, er hat das Henker gerade gezeigt. Ich hoffe, er hat es schon mal gezeigt. Wenn er es gerade nicht gezeigt hat, so, dann verstehe ich nicht, warum ihr nicht richtig abgeht und mal richtig eure Liebe hier zeigt. Was ist denn los mit euch? Hä? Ein bisschen sauer. Da gibt es sich immer so viel Mühe. Nee, insane geil, ey. Holy shit. Also wenn das Leute da sehen, die das gemacht haben, richtig geil. Ich fühle es richtig. Und ich freue mich, das gleich auf jeden Fall nochmal live zu sehen. Also live. Hm? Du schaust eben gar nicht von daher. Du hast einen Freischein, ist okay. Dennoch, ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr habt einen schönen Start ins Wochenende. Ne? Nicht vergessen, ich werde es mal wieder wiederholen. Ich wollte schwimmen, Leute. Ey, ich war lange nicht mehr schwimmen. Ja, bestimmt über 2 Jahre auch. Ne? Ne, jada, 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 Corona, 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 so. Ne? Und meine Freundin und ich sitzen da und wir sehen wieder dieses Typische, was man in einem Schwimmbad hat. Ne? Dieses Bistro da oder diesen. Ich möchte ja gar nicht Restaurant sagen. So, ne? Also, wo man dann irgendwelche labbrigen Chicken Nuggets und Pommes bekommt und irgendwelche Burger und sowas. Guten Abend, Lutz, der Echte, grüß dich. Ganz viel Liebe an dich. Und wir dachten uns, ach komm, ne? Ist es so scheiße, wie wir es in Erinnerung haben? Ne? Dorovo, danke für dein Follow, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Und wir gehen dahin, bestellen uns was. Ich hab mir so einen Burger bestellt und sie sich halt dieses klassische Nuggets mit Pommes. Ja? Und so einen ganz traurigen Cappuccino. Erstmal habe ich gefühlt eine halbe Stunde auf diesen Burger gewartet. Das war schon schlimm genug. Ey, und ich habe nicht rausbekommen, wie ein Burger so unfassbar nach nichts schmecken kann. Und einfach nur. Es war genauso scheiße, wie man sich's vorgestellt hat. Ja. Da frage ich mich, warum? Warum? Die nehmen horrende Preise. Da ist ein McDonald's direkt vor dem, hier, Bad, da denke ich mir einfach nur, ey, dann schick doch einfach irgendeinen Prakti darüber, dass der dir einen Burger für 1 € bei Mc's holt, den dann im Schwimmbad für 5 € verkaufst. Das wäre das Einfache. Und es wäre besser. So, dabei ist die ja, das ist auch noch scheiße. Naja, über sowas kann ich mich immer aufregen. Remy, bist du so lieb und fährst? Das wäre fantastisch. Ja, wo soll ich denn hinfahren? Du machst es immer so gut. Wir müssen zum Friedhof. Wir haben einen Termin mit Herrn Burus. Oh Gott, wann? Jetzt? Ja, wir müssen Ja, 20, ich möchte 20:15 Uhr, möchte ich aber schon.
an die Yellow Jack ihn sein, ne? Was ist denn um 20.15 Uhr am Yellow Jack in? Noch ein Auftritt von die Pommes-Menschen. Von die Pommes-Menschen? Ja, oui. Mein guter Freund Bardo hat mir das mitgeteilt, dir nicht? Was sind denn die Pommes-Menschen? Das ist so eine Band, ne? Na, also ich weiß, dass heute Abend die Wurstpumpe ihr Zweijähriges feiert. Ja, oui, danach ist da auch noch der Auftritt, richtig. Ja, aber der Termin bei dem Boris könnte länger dauern. Ja, dann lasse ich dich einfach da. Ja, dann nimmst du dir halt einfach ein Taxi. Ja, oder du nimmst ja gleich einfach ein Taxi und ich nehme den Truck. Ja? Du kannst hier ähnlich fahren, ne? Dann nimmst du dir lieber ein Taxi. Nein. Mit Taxis habe ich gar nicht schlechte Erfahrungen in letzter Zeit gemacht. Das kostet ja auch ein Schweinegeld, weißt du, immer so ein Taxi zu nehmen. Auch kein Problem, du bist ja $600 im Plus gerade. Hm? Was meinst du, ich bin $600 im Plus? Was ist das für eine Anspielung? Hm? Darauf das Bußgeld, was ich dir bezahlt habe, damit du nicht ins Gefängnis gehst. Das hast du doch nur gemacht, damit ich überhaupt keine Ruhe vor dir bekommen habe gestern Abend. No, ich habe dir das gemacht für die Zeitung, damit du nicht in die Gefängnis gehst. Weil du es ja anscheinend drauf anlegen wolltest, ne? Hm? Ja, ich sitze sowas lieber ab. Ne? Das ist eine super, super Sache. Ja? Preiswerter. Wir machen ein neues Lifestyle-Magazin und übrigens, ich bin jetzt auch schon im Gefängnis. Klasse. Ja, ja, genau, das will jeder lesen. Wieso? Ein kleiner Service-Test, Einrichtung und so im Knast. Das ist totaler Quatsch. Das weißt du selber auch. Jetzt, wo der Estrella sitzt, könnte das Zukunft haben. Wie sagst du immer so schön Bullshit? Absoluter Bullshit. Ich dachte, du hättest dich ein klein wenig beruhigt, aber... Ja, komm jetzt nicht an, um das zu rechtfertigen, dass du ins Gefängnis wolltest. Das war Quatsch. Das mach ich immer so. Das ist kein Quatsch. Ich mach das immer so. Ja, genau. Das machst du immer so. Und warum sind wir hier? Damit du alles so machst wie immer? Natürlich nicht. Na, also. So, wir müssen arbeiten. Oh, da kommt ein Wagen. Ob das der Herr Boros ist? Was denkst du? Ich gehe davon aus. Ja, sieht so aus, als wäre er das. Schließt du eben noch an? Guten Abend. Ach, bonjour. Ich freue mich, Sie zu sehen. Guten Abend. Hast du abgeschlossen am Wagen? Ja, selbstverständlich. Super. Ja, guten Abend, die Herrschaften. Rechts von mir steht der Herr René Fournier, der Geschäftsführer von unserem kleinen Medienhaus. Und mich kennen Sie, denke ich. Mein Name ist Justus Henker. Sie sind der Herr Boros. Herr Boros, und wen haben Sie da zu Ihrer Rechten mitgebracht? Mein Mitarbeiter. Ihren Mitarbeiter. Gut. Ja. Herr Müller, guten Tag, schön, Sie kennenzulernen. Guten Abend, ich freue mich, Laden ganz meinerseits. Bonjour. Ja. Wir hatten telefoniert, richtig, Herr Müller? Wir hatten schon mal telefoniert, ja, das bestimmt, kann sein. Ja. Aber ich glaube nicht im Zusammenhang mit Los Santos Magicians. Noch mit dem hier, ne? Ja, dann lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Ja. Wir haben noch einige Termine heute. Ach so, ja, denn. Und genau. Haben Sie sich denn schon Grab ausgesucht? Nee, ein Grab habe ich mir noch nicht ausgesucht. Beginnt das immer mit dem Aussuchen des Grabes? Nee, aber wenn wir schon hier sind, können wir das direkt schon machen. Sonst machen wir es im Anschluss, wenn ich Sie wieder hierher bringe. Und dann machen wir es im Anschluss, würde ich sagen. Alles klar. Wie war Ihr Tag heute? Ja, soweit ganz gut. Und bei Ihnen? Doch, das ist doch gut. Ja, bei mir auch.
Rumpeln zu hören. Wo fahren wir jetzt genau hin? Zu unserem Institut. Ah, oui. Bei uns ein bisschen einfacher, solche Sachen durchzusprechen, zumal man ihnen dann auch schon mal ein bisschen was zeigen kann. Ja, na klar. Ich zeige ihnen, die macht gut. Ja. Ja, das ist ja... Kann man eigentlich sagen, dass Beerdigung eigentlich im Grunde das wirklich älteste Gewerbe der Menschheit sind? Ja, glaube ich, kann man schon so sagen. Also genau wissen tue ich das jetzt nicht. Ich hätte eher gesagt, dass das Bauern sind, aber Bestattungen gab es sehr früh. Ja. Ja, wurde... Ja, gestorben wurde bisher zu allen Jahreszeiten, zu allen... In allen Jahrhunderten, ne, das ist einfach grundlegend. Glauben Sie, dass es eines Tages mal keine Bestatter geben wird? Nee. Glauben Sie nicht? Nein. Selbst wenn die Menschheit lange leben sollte, selbst wenn wir irgendwann mal in, keine Ahnung wie viele Jahren, 500 Jahre leben könnten, irgendwann stirbt man immer. Entweder wird man ermordet oder man stirbt durch einen Verkehrsunfall. Warum sterben die meisten Leute in Los Santos Ihrer Meinung nach, also Ihrer Wahrnehmung nach als Bestatter? Es ist eine gute Frage. Ich würde sagen Verkehrsunfälle. Verkehrsunfälle? Die aber wirklich selbst hervorgerufen sind, beziehungsweise ohne sonderliche Fremdeinwirkung. Ja. Quasi fast schon suizidal. Okay. Nach so auf die Highway mit 120 gegen einen Baum zum Beispiel, oder wie? Ja, zum Beispiel. So was in die Richtung, Ja, so ungefähr. Ja, aber ich muss sagen, das erleichtert Ihre Arbeit dann ja auch nicht, ne? Nee, das stimmt. Die Arbeit erschwert sich dann. Bitte nach Ihnen. Merci. Sehr, sehr gern. Dankeschön. Ach, Verzeihung. Kein Problem. Doch ja, sehr gemütlich, ne? Ja, das ist unser Eingangsbereich. Normalerweise würde man vorne von der Front Porch reinkommen und dann würde man das andere angehen, aber wir sind jetzt von hinten vom Parkplatz gekommen. Okay. Und hier können Sie schon die ersten Sargmodelle sehen. Das sind so die häufigsten. Das in der Mitte hier, das ist ein klassisches Sargmodell. Selber gebaut und an den Seiten, da sehen Sie amerikanische Sargmodelle. Wo liegt da der genaue Unterschied? In der, ich würde sagen, im Preis spiegelt sich das wieder, weil beim amerikanischen Sargmodell, der ist um fast das Doppelte schwerer. Da ist mehr Holz drin, da ist mehr Zeit drin. Und Ihr Eigenbau ist, kann man sagen, dass Ihr Eigenbau etwas für den schmaleren Geldbeutel ist? Oder? Das sind alles Eigenbaugeschichten. Also wir machen die Särge alle selber, so wie Sie sich den wünschen. Ah, okay, Sie machen den selbst. Würden Sie auch ausgefallene Wünsche erfüllen? Würden Sie zum Beispiel, weiß ja nicht, ich sag jetzt mal, einen Mickey-Maus-Sarg bauen können? Ja, das ist kein Problem. Das kommt nur aufs Geld an. Ach, das kann sich quasi dann der, ich sage mal ganz makaber Kunde, selber ausdenken, ne? Das ist nicht makaber, das ist der Kunde. Sie sind dann der Kunde. Wenn Sie bei uns eine Vorsorge abschließen möchten und sagen möchten, wie Sie bestattet werden wollen, ja, würden dann sich die Menschen dann lieber als Kunden sehen? Ich weiß es nicht. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, muss ich sagen. Also im Grunde kann sich auch im Grab jeder selbst verwirklichen, ja? Ja, richtig, ja. Okay. Das ist korrekt. Wollen wir uns da vorne auf die Couch, auf die Sessel setzen oder ins Büro? Wo Sie möchten. Möchten Sie was zu trinken, was zu essen haben? Oh, danke, das ist nicht nötig, dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt ins Büro, da gibt es noch schönere Sachen zu sehen. Also wenn Sie doch was zu essen trinken haben möchten, hier in dem kleinen Kühlschrank vor Ihnen, da können Sie einfach was rausnehmen. Ja, das machen wir dann. So.
Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also wir können verschiedene Bestattungsarten anbieten. Wir können dann dementsprechend, was es ist, es gibt ja Feuer- und Sargbestattungen auf der Insel. Da gibt es natürlich dann noch verschiedenste Ausführungen und Personalisierungsmöglichkeiten der einzelnen Bestattungen. Ja, ja. Was, angefangen. Bitte? Ja, machen Sie ruhig weiter. Ja, also angefangen zum Beispiel, das Erste, was wir generell machen, ist eine Beratung, was wir jetzt ja auch machen, sei es eine Vorsorge oder für einen Sterbefall. Okay. Da würden wir dann erstmal klären, was es werden soll, Feuerbestattung oder Sargbestattung. In einer Sargbestattung, da ist halt so, da gibt es normalerweise noch eine Aufbahrung, dass quasi am geschlossenen oder am offenen Sarg hier in unserem Institut, entweder hinten beim Ofen, oder vorne in einem Extraraum, der nur dafür gemacht ist, dann für die Hinterbliebenen die Möglichkeit besteht, nochmal Abschied zu nehmen. Ja. Oder halt nicht, das ist denen, je nachdem, was sie halt haben möchten, dann steht ihnen das ja offen. Es ist aber im Preis mit ihnen begriffen. So. Dazu käme dann noch zum Beispiel eine Trauerfahrt, ein Trauermarsch von A nach B, nach C oder wie auch immer. Ja. Und dann wären noch diverse Blumengestecke mit drin. Ja, das klingt toll. Und wenn ich Sie nach den Trends befragen würde, was sind denn aktuelle Trends im Bereich des Bestattungswesens? Beziehungsweise gibt es da etwas, was die Leute immer wieder gern buchen? Also wenn die Leute eine Sargbestattung wählen zum Beispiel, dann wählen die auch einen sehr personalisierten Sarg. Also die meisten interessieren sich dann doch mehr für sehr... Bonjour. Guten Abend. Mein Geschäftspartner, Herr von Schulzkowski. Ja, sehr freut. Also ja, wenn die einen Sarg nehmen... Personalisierte Särge sind der Trend im Grunde. Ja, genau. Und da kann man vom Standardmodell abgehen und schöne Schnitzereien bei uns anfordern, dass wir quasi einen Rosenkranz drumherum machen oder auf dem Deckel besondere Initialien oder was weiß ich nicht. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, etwas zu personalisieren und schöner zu machen. Und wir können aber auch komplett von null auf etwas ganz anderes bauen als einen typischen Sarg. Wir haben zum Beispiel mal für eine Urne, das machen wir ja auch, da haben wir zum Beispiel, wir haben unsere normale Runde und eine eckige Urne. Wir haben aber die eckige etwas personalisiert und zwar haben wir daraus eine chinesische Box gebaut. Eine mit einem goldenen Drachen und eine rote Klappbox mit einem goldenen Drachen drumherum. Aus Holz. Fantastisch. Und, ja, genau. Und das ist alles, je nachdem, was der Kunde möchte. Also es geht auch ins Asiatische mittlerweile. Ne? Wenn der Kunde das möchte, ja. Es ist, da ist ja, dass dadurch, dass es Holz ist, Holz ist ja vielseitig bearbeitet. Richtig. Ja. Da sind uns ja keine Grenzen gesetzt. Ja, Holz ist sowieso ein sehr interessanter Werkstoff. Ne? Also den können Sie sehr vielseitig einsetzen. Er spendet Wärme und Licht und man kann damit bauen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, klar. Mhm. Und im Grunde kann man ja sagen, dass Holz sowieso schon ein ganz, ganz traditioneller Werkstoff im Bestattungswesen ist, oder? Ja, die ersten Särge wurden ja schon in den frühen, vor Julius Caesars Zeit gebaut. Die haben, wenn die Leute viel Geld hatten, dann haben die das auch schon gemacht. Verraten Sie uns, was war der, ich sag mal so, in Anführungszeichen, verrückteste Wunsch dies bei so einem personalisierten Sarg? Oh, das ist eine gute Frage. Also der verrückteste Wunsch, also verrückt sind die ja nicht. Sehr ausgefallene. Deswegen auch die Anführungszeichen. Mhm. Aber was... Wie gesagt, das kommt immer auf den Kunden drauf an. Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der sich gewünscht hat, dass die Hinterbliebenen die Möglichkeit bekommen, den Sarg bunt zu malen und Widmung drauf zu schreiben. Okay. Genau, zum Beispiel. Ja. Oder was wir auch hatten, ist, dass wir besondere Lederausstattung innen im Sarg, also quasi eine Sonderausstattung für die Innenseiten des Sarges machen.
Was war da das Besondere? Das Besondere daran war, dass, kennen Sie diese großen Sofas mit Diamantsteckmuster fürs Leder? Ja, ich habe so eine Ahnung davon, wie das aussehen könnte, ja. Das ist ein pigmentiertes Glattleder in Rot mit gesteppten Muster und sehr gepolstert, also ein sehr hochwertiges Modell. Okay, und das wurde gewünscht und das haben sie gebaut. Genau. Ich habe eine Frage, das habe ich immer wieder gehört. Ist es üblich, dass die, Kunden ihren Sarg, wenn sie denn diese Option wählen, Probe liegen? An und für sich wäre das möglich. Das Problem ist aber dadurch, dass Holz ja auch altert und nicht feststeht, wann die Person verstirbt. Ui. Es sei denn, es ist ganz klar von den Ärzten zertifiziert, dass die Person innerhalb der nächsten 2 Tage stirbt, dann ja. Aber sonst macht es wenig Sinn, den Sarg schon ein Jahr vorher oder 2 Jahre oder 10 Jahre oder 50 Jahre vorher zu bauen. Okay. Ich verstehe. Bei unseren Recherchen ist es aufgefallen, dass der menschliche Körper ja offenbar beste Voraussetzungen mitbringt, um zu verrotten. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir von ganz, ganz vielen... Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Alles zusammen. Okay. Ja, schön. Ja, es gibt noch so viele Arten. Da will ich eigentlich noch alle drauf hin bei Beerdigung. Habe ich im Zuge meiner Recherche tatsächlich auch gesehen. Und zwar ist es so, dass sich Menschen zum Beispiel in Diamanten pressen lassen und so ein Shit. Und dann können die Angehörigen die irgendwie um den Hals tragen oder als Ring und sowas. Oder in Schrotkugeln rein, dass die Leute die verschießen können und damit jagen gehen können. Also es ist ganz crazy, was jetzt abgeht. So. Ja. Fakten des menschlichen Körpers, like. Ah, Fakten des menschlichen Körpers war eine schöne Zeit. Ah, war das toll. Der Preis jetzt da, der wäre richtig interessiert. Ich sag dir, wie es ist. Ich meine, wir haben ja damals eine ganz, ganz andere Form für den Preis gewählt, ne? Schön den Koffer.